Ah, natürlich gibt es Hoffnung. Aber Leute, ey, die müssen wir erstmal von draußen reinbringen, weil so kranke Pflanzen in einer Gärtnerei mit lauter gesunden Pflanzen, das kommt nicht so gut. Gar ne? nicht. Das geht nicht. Ne? Trockene Heizungsluft jetzt im Winter ist ein Problem, das ist logisch. Was macht den Zimmerpflanzen noch zu schaffen? Es macht denen zu schaffen, wenn wir sie zu gut versorgen würden mit Dünger. Das mögen sie jetzt auch gar nicht. Ja. Und mit dem Wasser sollten wir tatsächlich auch sparsam sein. Okay. Und dann sind es natürlich auch noch die anderen Schädlinge, die durchaus eine Rolle spielen können. Wir gucken diesen Pflanzen jetzt mal auf den Pelz. Die konnten wir gerade noch evakuieren aus dem NDR-Bürohaus. Meine Damen und Herren, wir gucken mit der Lupe. So schaut Asbest aus. Nein, ist natürlich Blödsinn. Was sehen wir da? Blattläuse. Ne? Okay. Kann sie ziemlich gut erkennen. Mhm. Manche haben auch schon Flügel ausgebildet. Das heißt, also die sind schon unterwegs zu den nächsten Pflanzen. Also da ist Vorsicht geboten. Natürlich können wir da auch was machen. Sollten wir auch. Also deswegen sagen wir heute mal mit der Lupe nachgucken zu Hause. Ja? Vielleicht sind Blattläuse da. Vielleicht sind aber auch andere Schädlinge ich da. Noch wie was hier Schönes. Auf diesem Blatt zum Beispiel. Was haben wir da? Da haben wir Schädläuse. Ja. So ganz nah verwandt, Schild- und Wollläuse. Das sind allerdings nur noch die Schilde. Also da ist keine Wollhaus mehr, sondern da ist nur noch das Schild. Die haben ihre Eier dort abgelegt. Auch da müssen wir was machen, weil diese Eier schlüpfen im nächsten Frühjahr aus. Und die können eben noch ganz lange dann auch unseren Pflanzen dann Schaden zufügen. Ich sage als Laie, ich sehe halt einfach irgendwelche Flecken, ne, auf den Pflanzen. So hier, ne? Das hier auch. Und das ist zum Beispiel eine Wollhaus. Aha, das ist die Weiße da. Ja. Und das ist zwar jetzt nur eine, aber wenn die jetzt in die Nähe der Heizung kommt, Temperaturen über 20 Grad, dann vermehrt die sich im wahrsten Wortsinne wie die Fliegen. Das ist eben das Problem, ja. Du hast, wenn du es einmal entdeckst, musst du aufpassen, sonst sind alle Pflanzen zu Hause betroffen. Was kann ich denn da jetzt machen, wenn ich solche Läuse entdecke? Du kannst natürlich, wenn das so ganz extrem befallene Zweige sind, wie eben mit der Blattlaus, also ganz viele Blattläuse, dann würde ich fast sagen, Schere und dann Schnippel ab. Okay, wenn es nur so ein bisschen ist. Und wenn es ein bisschen ist, vorbeugen, wenn es rechtzeitig entdeckst, dann gibt es Präparate wie zum Beispiel Kaliseife. Es gibt Öle wie Rapsöl, als natürliche Öle, die die Pflanze nicht schädigen. Ich bin kein Freund von Spüli, das kennen auch viele, weil es für die Pflanze nicht gut ist. Okay. Ja, also es hilft zwar, aber es ist für die Pflanze nicht gut. Und es gibt Neem-Präparate. Alles Präparate, die wir drin anwenden können, ohne dass wir Sorge haben müssen, dass uns was passiert. Gut, das haben wir schon mal erkannt. Also, wenn Läuse da sind, blattlausfrei. Das kann ich mir auch merken. Außerdem haben wir folgende Tipps, heute mal auf dem Tablet. Ja? Logenplatz am Fenster für die Pflanzen über den Winter. Das heißt, sie brauchen einfach mehr Licht. Ist ja logisch, im Winter gibt es nicht so viel Licht. Einmal pro Woche gießen. Da gibt es noch was zu beachten. Ja, da gibt es was zu beachten. Und zwar, wenn ich meine Gießkanne voll mache, ich habe hartes Wasser zu Hause. Ja. Einmal die Woche gießen heißt für mich dann auch, nach dem Gießen wird die Kanne wieder voll gemacht und dann steht sie eine Woche und dadurch ist das Wasser nicht mehr so hart. Sehr gut. Wenn du mal ein richtig schönes, regennasses Jahr wieder haben solltest, wir hoffen aufs nächste, dann nehmen wir Regenwasser, das ist auch sehr gut. Und das kann man sich auch gut merken, ist ähnlich wie bei den Winterreifen von O bis O, ne? Von Oktober bis Ostern, nicht düngen. Genau, weil auch unsere Pflanzen gehen ja schon so ein bisschen in die Winterruhe, in Winterschlaf. Und wenn wir sie düngen, kann es Versalzungsschäden geben. Mögen sie gar nicht. Also eine Pflanze, die schlecht aussieht, peppeln wir jetzt nicht wieder auf, indem wir sie düngen. Das können wir schon mal rausgeben. Schlecht aussehen tut auch diese Pflanze. Also, das könnte man schnell auf den Holzweg kommen. Wir sehen, die ist hier an den Enden braun. Dann denke ich, oh, der Boden hier ist auch ganz schön trocken. Ist er gieß ja auch, ich mal. Ne? Oben. Aber da sagst du, Ole, ja klar, oben ist er trocken, würde ich jetzt eigentlich gießen. Da sagst du, nein, lieber mal rausnehmen den Kollegen und genau, die Wurzel angucken. Ich könnte jetzt nicht sagen, was mit der los ist. Wir müssen schauen. Und was sehen wir hier? Wir sehen doch einige frische, weiße Wurzeln. Das ist ein Zeichen, dass die Wurzeln unvital sind. Also feucht genug ist er da. Danke. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Feuchtigkeitsspeicher weg. Wieso danke? Ich habe nichts gemacht. Das heißt, also diese Pflanze braucht nicht mehr Wasser. Daran liegt es nicht. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, und das ist häufig bei diesen Blattgewächsen der Fall, wenn sehr viel Blattberührung stattfindet, weil wir immer dran vorbeigehen, dann werden die Blattspitzen gerne braun. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es nur zu trockene Luft sein. Und was hilft da? Ja, einmal das.
Das mögen sie sowieso alle. Am besten alle, Morgenstunden, das mögen sie alle. Das ist grundsätzlich eine gute Vorbeuge auch gegen Schädlingsbefall, weil unsere Wolle- und Schmierläuse mögen das auch gar nicht, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Und also morgens immer schön einsprühen. Tipp von Ole ist hier so ein Substratunterteller. Ja. Wie heißen die Dinger? Untersetzer? Ein großer Untersetzer, vielleicht von der Pflanze, die draußen auf der Terrasse stand, irgendwas Großzügiges. Und da die Pflanze mit Wasser befüllen, genau. Diese Tonkügelchen verhindern, dass die Wurzeln von unserer Zimmerpflanze direkt im Wasser stehen. Ja. Und jetzt verdunstet das Wasser hier direkt um die Pflanze herum und dadurch haben wir hier ein besseres Mikroklima, das heißt, die Luft ist feuchter. Gut, also, wenn die Pflanze trocken aussieht, ist sie nicht immer trocken. Stellen wir mal zur Seite, hier zu den anderen Kranken, ne? Dann können die sich da gleich vermehren. Und dann können wir noch einen Blick werfen auf die allseits beliebte Orchidee. Hier haben wir sie. Gesund sieht die schon dazu sagen, dass es eine Orchidee ist. Ja, gesund sieht die nicht aus, ne? Was machen wir damit? Ja, also wenn wir sie rausnehmen, dann sehen wir schon, da steht Wasser im Topf. Es tropft auch schon mächtig raus. Also das ist schon ein Zeichen, das könnte daran liegen, dass es vielleicht zu nass stand. Nehmen wir die mal so richtig hoch raus. Und was haben wir da? Nicht mehr viel, ne? Oh. Aber du siehst, dass sie schon noch recht lebendig ist, weil das ist ein frisches Blatt. Ja. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, das nicht. Beziehungsweise die Orchidee. Ja, das ist weniger. Hinüber. Hier übrigens auch Tipp von mir, möglichst nicht mit der Schere schneiden. Wenn man so etwas hässlichere Blätter hat, die schneiden wir am besten mit einem ganz scharfen Messer. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, die kneift diese weichen Blätter eher ab, als dass sie schneidet. Deswegen ist das scharfe Messer eigentlich immer die bessere Wahl. So, und das nehmen wir auch noch weg. Ich schneide mich am besten auch gleich nur an den Fingern. Das geht nämlich gut. So, und jetzt müssen wir diese ganzen braunen Wurzeln noch entfernen. Und du siehst aber auch hier schon, wenn wir mal in die Kamera halten, wunderschön. Ne? Also wir sehen was. Ja. Und das nehmen wir weg hier? Und das nimmst du weg. Genau, alles kurz. Und man sieht, das ist alles faul, ist nicht zu gebrauchen. Und unsere Orchidee braucht auch eigentlich nicht viel. Hier, da sind schon Junge. Das nehmen wir alles schön weg, ja? Genau, das ist alles weg. So, und jetzt füllen wir hier einfach, hältst du mal bitte, ordentlich Substrat an. Wichtig ist dieses Orchideensubstrat, was sehr viel Luft im Substrat behält. Ja, einfach reinhalten bitte. Und ich fülle dann an. Ich mache mal hier die Haare zur Seite. So, und jetzt übrigens gießen wir nicht an, was wir ja sonst immer machen bei den Zimmerpflanzen. Eine umgetopfte Orchidee sollte man erstmal so eine Woche stehen lassen. Ja, die hat ja jetzt auch noch Feuchtigkeit bis das stimmt auch. Bis sonst wann. Aber selbst wenn das nicht so wäre, wenn wir sie umtopfen, weil der Wurzelballen vielleicht zu eng geworden ist im Topf, eine Woche nach dem Umtopfen erst angießen, ist ganz wichtig. Nicht zu früh. Gut, Ole. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Mal wieder, ne? Und wir merken uns, Krankheit erkennen. Vielleicht auch mal mit der Lupe gucken, wenn die Blätter trocken sind, muss es nicht unbedingt Trockenheit sein, ja, nicht unbedingt gleich nachgießen. Diese drei goldenen Regeln beachten, mehr Licht, nur einmal die Woche gießen und bloß keinen Dünger. Und dann fühlen sich die Zimmerpflanzen über den Winter wohl. So richtig? Ist es. Richtig. Alles auch nochmal zum Nachlesen auf unserer Homepage ndr.de/meinnachmittag.